Guten Morgen, meine Lieben. Wir wollen mal reinschauen, was hat dein Gegenüber für Gefühle in deine Richtung zurzeit? Dein Gegenüber plant hier auf dich zuzukommen, ja? Also das fühlt er gerade. Ich muss jetzt in ihre Richtung kommen, ich muss in seine Richtung kommen. Wow, und da haben wir das Wachstum, die 7 der Münzen, nee, die 9 der Münzen. Da versucht man wirklich, sich die Fülle zu generieren. Also irgendetwas hat dein Gegenüber in deine Richtung vor. Und was wird er noch machen? Er wird auf jeden Fall eine Lösung finden für mehr Sicherheit, weil ich sehe, bei euch war irgendetwas kompliziert gewesen. Vielleicht ist da noch eine andere Person, aber irgendwas war kompliziert gewesen. Und hier wird eine Einladung auf dich zukommen von deinem Gegenüber, wo das Ganze hier ein bisschen stabiler gemacht wird, ja. Also das führt dein Gegenüber gerade so in deine Richtung. Ich muss sie einladen, ich muss hier ein bisschen mehr Stabilität generieren. Vielleicht will er oder sie aber auch etwas Festes mit dir. Und ich guck mal, was er dir noch sagen möchte aus den Liebeskarten. Wow, 3 Sachen. Also erstmal seid ihr wahrscheinlich Zwillingsseelen, ne? Eure Leidenschaft ist entflammt. Ja, es wird ganz prickelnd heiß. Und dann, du sollst aber nichts erzwingen. Also erzwinge die Dinge nicht, ne? Das wird dir von ganz alleine kommen. Und der Neuanfang, lebe deine Träume voller Leidenschaft. Also hier wird ein Neuanfang bei euch kommen. Die Leidenschaft ist entflammt. Da wünsche ich euch alles Liebe. Ciao, eure Freya.